Willkommen zurück zu Desi Epoch Shenros. Milo wieder mit dabei. Moin. Und wir haben uns mal überlegt, ja, noch geht's ja mit der Helligkeit. Wir machen jetzt mal die Fragezeichen. Genau, weil wir liegen alle so es schön ist jetzt auch keine. Wir hätten gerne so eine rote Mission gemacht hier, also so eine richtige rote, aber ist keine. Also, weil es jetzt hier so schön an der Küste lang geht, tun wir die jetzt mal so abklappern. Und mal sehen, vielleicht finden wir ja auch die Kiste. Erste Ziel ist Berenzino, vielleicht haben wir ja sogar Glück, dass und Berenzino die ist, ja, auch gleich vielleicht, die erste ist. Ne? Ja, vielleicht haben sie sich gedacht, ja, die fangen bestimmt alle da auf der anderen Seite an, ne? Und ja, ich hoffe, wir dass werden ich sehen. Ich hoffe, dass ich jetzt gleich so mit dem Heli rauskomme. Ja, wie gesagt, den LKW haben wir ja mitgenommen, haben das Zeug jetzt alles verstaut. Die guten Waffen haben wir in den Tresor gepackt, die nicht so guten sind immer noch im LKW. Und wir machen uns auf den Weg, das ist die Fragezeichen. Also wir wissen nur, dass es da wahrscheinlich Gold oder wahrscheinlich auch Waffen sein könnten. Aber mal gucken. Wir hatten ja anfangs gedacht, dass da NPCs sind, dass die so markiert werden in den Städten. Ja, aber da waren wir in einer Stadt und da war gar nichts. Na, mal schauen, ob wir die finden, die Kiste. So eine ähnlichen Dinger haben wir ja schon gesehen, also so umrandet im Kreisform mit Panzersperren oder so. Wenn das was ist, ne? Das ist eine andere. Und in der Mitte eine Kiste dann. Ich meine, zu übersehen ist es nicht gewesen, ne? Hast gesehen, hier links? Ja, ist der Trader. Ach so, mit dem riesen Flugzeug da unten. Gelbe Kette, gelbe Kette. Ja, hab ich auch. Geh weg, gelbe Kette, geh weg. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Jetzt will sie erst richtig weggehen. Ich will mit dem Heli keinen richtigen Absenker machen, er kriegt echt einen Hals. Ja, war teuer genug. War zwei Briefcases. Ja, von unserem Geld ist nicht mehr viel übrig, wenn man so ehrlich ist. Ja, aber wir können ja noch wieder richtig viel verkaufen. Ja, vor allen Dingen, wenn wir dann endlich Banditen sind, also ne, die 5000 Hero meine ich jetzt, die 5000 plus erreicht haben. Dann können wir ja beim Hero-Händler auch noch richtig schön viel gute Waffen verkaufen. Das erste, was wir uns da kaufen werden, ist ein Vietnam-Heli. Genau. Ein Shinnok, ne? Ein Yui oder ach, wie Yui. Heißt das? Ein Yui, ja, ne? Genau. Ja. Kein Shinnok, ein Yui. Und dann gehen wir mal die Patrouille jagen. Oh ja, ey. Ich ans Geschütz und dann werden die runtergeballert. Oder wir. Da werden wir sehen. Kann ja passieren, ne? Hier brauchst du bloß in der Luft bleiben. Entweder sehen wir hier irgendwo das Ding. Ah ja, ich geh schon tiefer, keine Ahnung. Nö, ich kann ja noch ranzoomen einmal. Oh, da vorne ist Heli. Oh, Junge. Oh. Oh Gott, mach keinen Scheiß, Mi. Oh, meine Kamera schwappt gerade. Jetzt schnell weg. Das ist gerade ein bisschen doof jetzt, ne? Okay, man sollte, ich glaube, man sollte die Fragezeichen mit, ich glaube, du bist schneller, glaube ich, aber mit deinem Heli. Die Mi ist, glaube ich, schneller wie der Vietnam-Heli. Ja, mit Fahrzeug sollte man das wahrscheinlich machen. Versucht die Mi hier jetzt irgendwo zu landen. Den abschießen? Nein. Wenn wir an der Straße irgendwo ein Auto finden, dann lassen wir die nicht stehen. Ach so. Ich hoffe, die folgt uns jetzt nicht. Bis jetzt sehe ich nicht. Der ist auch viel tiefer geflogen. Ja, der ist aber gedreht, das habe ich gesehen. Naja, der Vorteil ist, dass die Mi schneller ist, ne? Haha, da drüben steht ein Vietnam-Heli.
Ja, wenn der, wenn sie den abschießen, ist es ja nicht so schlimm. Schieß mal die Mi ab. Müssen wir uns bloß merken, hier bei der Tankstelle hast du die jetzt. Ja, deswegen hab ich den hier gesetzt, okay. Weil das Einzige ist, wo ich genau weiß, wo man den wiederfindet. Da steht aber echt ein Vietnam-Medial da. Ah ja. Ja, wenn der gehen sollte, dann werden wir mit denen jetzt die Dinger abfliegen. Also da vorne habe ich jetzt kein Dings gesehen. Nein, wir sind hier sogar bei einem. Die nächste Stadt hier drin ist da. Ja, ist abgeschlossen. Aber hier in der Stadt ist einer drin. Lass uns mal in die Stadt reingehen und gucken. Ah ja. So. Es ist ziemlich unsicher, wenn der hierher kommt, dass er uns dann abschießt. Das wäre nicht toll. Das stimmt. Wenn er jetzt hier gleich nicht nochmal langkommen sollte, dann stellen wir den Mi und fliegen die Straße dann ab. Ist doch auch egal. Der Schieß müssen wir halt abhauen. Ja, vielleicht fliegt er jetzt so immer kreist um Berzino, weißt du? Kann auch sein. Oh, das hier, ja. Hier gucken wir jetzt zu Fuß ein bisschen und dann. Zombie spaziert hier am Straßenrand. Den geht's nicht so gut. Das soll irgendwo da sein. Na, die Mitte ist. Ja, da vorne. Aber. Muss ja nicht unbedingt in der Mitte von dem, ne? Nee, und es muss ja auch nicht das sein, was wir immer vermuten, dass es das ist. Das stimmt auch. Aber das wäre jetzt fies, wenn die jetzt hier irgendwo im Haus oder so, wo man reingehen kann. Das glaube ich eher nicht. Das haben sie wahrscheinlich wirklich nicht in ein Haus reingepackt. Wo eine Kiste hingelegt haben. Ja, also hier das Markierung, meine Markierung ist hier mitten auf der Straße, aber hier ist ja nichts. Können wir noch weiter höher gucken. Kette. Gute Kette. Hier ist nichts. Nee, ich sehe hier auch nichts. Gehen wir zum Mi zurück. Ich hatte jetzt echt die Befürchtung, dass er uns hinterherfliegen würde, aber wollte er dann ja wohl doch nicht. Hat wahrscheinlich Angst bekommen. Nee, er der gewendet ist, warst du schon lange aus seiner Sichtweite. Ah, die wenden viel schneller als ich. Nicht unbedingt. Ach, die können besser fliegen als ich. Aber du bist schneller. Ja, mit der Mi bin ich auf jeden Fall um ein Stück schneller. Eigentlich ist der Vietnam-Heli aber auch nicht langsam. Langsamer wie die Mi auf jeden Fall. Eigentlich nicht, die Mi ist schwerer als der. Ja, die hat aber dafür 5 Rotorblätter, ne? Deswegen ja. Also ich glaube, doch, ich möchte sagen, die Mi ist auf jeden Fall schneller. Gut, dann fahren wir zum nächsten, der ist dort oben. So, ich drehe mich mal um. Oh, sie sieht gut aus. So, der nächste wäre hier. Bleib mal hier im Schwebemodus. Man kann ja noch mal so einen kleinen Überblick machen. Ach so, wegen hier, ne? Ich sehe hier jetzt aber nichts, was wichtig sein könnte. Ne. Ich sehe auch nichts. Ah, hier ist sogar so eine Mine. Weiß nicht mehr, dass wir mal hier oben drauf saßen und geschossen haben. Ja. Es war glaube ich noch mit Falleapfel. Da war doch da unten so ein Sniper auf der runden Tonne da, ne? Da waren wir auf dem puren PvP-Server. Da gab es nichts anderes als PvP. Ja, genau. Und die waren meistens alle knüppelvoll. Ja. Alter Schwede. Was war das denn jetzt? Survivor did not sure. What? Kleines Städtchen hier oben. Aber
Da, wo ich meine Markierung gesetzt habe, sehe ich nichts. Ist noch nichts. Außer da hinten steht ein Tanklaster. Tanklaster. Den wir jetzt halt ja nicht brauchen, weil wir ja so tanken können. Okay. Dann peilen wir den nächsten an. Nee, da ist nichts. Schönes kleines Dorf. Ich hoffe damit, dass wir richtig liegen, dass sie nicht in den Häusern sind. Ja, das hoffe ich auch jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass es die Dinger sind, wie wir schon gesehen haben. Nur, dass die schon, dass da vorher mal ein Fragezeichen war, ne? Und die einer dann gelootet hat. Und sofern einer das Ding findet und lootet, dass dann quasi, das waren wir hier. Oh, das nächste ist ja ziemlich weit weg jetzt. Erstmal hier unten ist einer. Waren wir nicht gerade bei dem? Nee. Einfach nur den Berg runter. Ach so. Jetzt war ein Auto. Getarnter SUV. Ich sehe aber nichts jetzt dergleichen. Also was so aussehen könnte wie eine Kiste. Das andere wäre da. Gut, fahren wir da oder fliegen wir da mal hin? Langsam wird es ja auch Abend. Ja. Ah, wir sind schon an der großen Insel, sind wir schon vorbei, ne? Mhm. Weißt du, wo wir dann immer wieder zur großen Insel hin sind mit Fahrrad und so? Ja, ich weiß. Immer wieder, und dann sage ich Storm und immer wieder hin. Weil da auch andere Typen das haben wollten und die haben. Die haben uns ja erledigt, da haben wir die wieder erledigt und oh. Das war immer so ein Hin und Her. Oh, hör auf, ey. Ja, das war dann mit Ivan zusammen gewesen. Stimmt, da hatten wir da unsere Base gebaut, ne? Genau. Da habe ich den Heli da ins Wasser gesetzt. Genau. Wo der runtergerutscht ist und dann so in den See rein. Ja, ja. Oh, da oben ist auch eine Burg, das wusste ich nie. Wo? Da sind zwei Helis, drei Helis sind da drin. Mhm. Da hinter uns ist eine Burg und hier vorne müssen wir hin. Ja. Sieht da nicht mehr aus, ne? Nö. Das könnte man eigentlich ja gar nicht übersehen bei den paar Häusern hier. Selbst wenn das ein Stück im Wald drin wäre oder so. Na, hier ist nichts. Nee. Nee. Okay, jetzt haben wir nur noch einen. Ja. Und wenn es da nicht ist, dann heißt das, dass es doch nicht so aussieht, wie, ne? Wie wir vermutet haben. Da müssen wir da landen. Dann heißt das, dass wirklich in dem Bereich irgendwo eine Kiste versteckt ist. Ja, dann werden wir wieder die gleichen nachher nochmal alle abfliegen, nur dass wir dann landen werden und uns das da genau angucken müssen. Genau. Weil mich interessiert einfach, was da drin ist, was es da gibt. Ja, das... Oh, wenn da jetzt nur Müll drin ist, ja, dann hat sich das sowieso erledigt, dann werden wir in Zukunft die Dinger ignorieren. Wenn da aber jetzt richtig Fettbeute drin ist, ja, hier sind wir schon,
Das ist ja schon etwas Größeres. Auf jeden Fall landen wir hier jetzt. Weil das jetzt ja erstmal der letzte ist und ich wüsste gerne, ob hier was ist. Ja, wir können aber schon mal von hier oben jetzt schon mal gucken. Ich krieg den hier gesetzt. Ja, sieht gut aus. Nee. Fällt mir mit dem Rotor hinten nicht. Mag lieber auf geraden Flächen landen. Bei mir bist du gerade rumgespackt, alter Schwede. Bei mir hast du gerade den ganzen Boden weggefräst, sozusagen. Oh, das war doch geil. Freu mich schon auf die Aufnahme. Dann hat meine Kamera auch noch ganz komisch. Gut, dann lass uns mal gucken gehen. Ja, von oben habe ich jetzt nicht gesehen. Aber man weiß ja nicht, wie das aussieht, das ist das Dumme, ja. Sollten die wirklich hier so eine... Also ich gehe jetzt dahin, wo es jetzt ist und... So eine kleine Kiste irgendwo versteckt haben? Also die komplette Umrandung ist hier mit voll, also sollte irgendwo... Haus, nicht im Haus, das ist eine Sache für sich. Naja, so die viele Häuser, die kannst du ja gar nicht begehen. Freunde mit drin. Die Scheune ist nicht mit drin. Ja, man muss sie natürlich nur einmal erstmal finden, ne? Wenn man nicht weiß. Wir haben ja nur eine Vermutung. Aber es kann ja nicht sein. Unsere Vermutung ist ja einfach so ein Kreis aus irgendwelchen Scheiße zusammengebastelt. Ja, und in der Mitte drin steht eine Kiste. Ja, das haben wir ja schon gesehen und das kann man hundertprozentig aus der Luft sehen. Für den anderen Heli wieder. Was war das denn? Abandoned Scout Portal in Check. Ja, hier, der Heli kommt. Alter Vater, dann bin ich ja froh, dass wir jetzt auf dem Boden sind. Das Radio hat, also dieses Radio, was wir haben, hat das gezeigt. Kommt er wieder zurück? Nee, ne? Er ist jetzt auch weg. Ja. Oh Mann. Haben wir ja Glück, dass wir gelandet sind, ne? Ja, das wollte ich auch mal gerade sagen. Aber hier ist nichts. In dem Haus war ich drin. Ja, ich glaube nicht, dass sie das im Haus reingestellt haben. Das wird so ein Ding sein, so ein rundes. Ich weiß jetzt nicht, warum wir... Entweder war bei Berenzino irgendwo eins versteckt, wir haben es aber nicht so schnell sehen können, weil ja der Heli dann kam, ne? Soll ich jetzt nochmal quer nach Berenzino jagen, oder was? Nochmal nach Berenzino. Das ist das Einzige, wo wir sagen können, wo wir noch nicht waren. Also richtig geguckt haben. Ja, weil ja der Heli kam, deswegen. Ah, der Heli ist hier unten. Ja, ich habe mal geguckt, ob das Haus hier aufgeht. Hau den anderen Heli, den Banditen-Heli da jetzt nicht, wenn er gleich wieder kommt, ne? Ja, musst du mehr so ins Inland. Ja, ich flieg sowieso quer über den Inland. Aber nicht, dass er da hinten nachher wieder auftaucht, wenn wir da gerade wiederkommen, dass er seine Runde am Hafen lang gezogen hat, weißt du? So, ansonsten haben wir die Punkte soweit aus der Luft ja jetzt, die anderen hier vorne alle, die haben wir aus der Luft, ja. Konnten wir ja gut eigentlich einsehen. Also wenn da irgendwo so ein kreismäßiges Gebilde gewesen wäre mit, und vor allen Dingen ist das ja so ein Karton, so eine helle Kiste, wo Medikamente, wisst ihr, mäßig. Ja, genau, so sah das aus. Und die ist ja aus der Luft auch sehr gut zu erkennen.
Hier oben die Burg, meinst du? Nein, nein, da vorne ist bei Scherno. Ach so. Ja, hier ist es. Oh, das ist Castle hier. Hm. Nee, ist nicht Castle. Die andere. Das ist ein. Ein. Ja, noch ein Castle. Ein sehr zerstört. Weil das Castle, was ich kenne, das ist ja in der Nähe von den Trailer hinten da, wo wir vorhin waren gewesen. Genau. Würde ja gerne so eine Kiste finden und wissen, was drin ist, ne? Ja. Da müsstest du dann irgendwie versuchen zu landen, ne? Ja. Ich denke mal, der kreist da auf jeden Fall irgendwo noch rum. Das, oder das war der hier, dass einer vielleicht nur so rumkreist. Also es fliegt nur ein Heli und ein irgendwo fährt auch ein Auto rum. Ach so. Ich dachte, es wären jetzt mehrere. Na, wenn es einer ist, der war jetzt da hinten gerade und der fliegt jetzt vielleicht die Küste entlang, dann braucht er jetzt auf jeden Fall etwas länger wie wir. Weil wir sind ja querfeldein. Da auf der Straße ist irgendwas Komisches, ne? So was Weißes da rechts von uns. Echt? Ach nee, ist eine Laterne, okay. Jetzt ist er angegangen, jetzt weiß ich, dass es eine Laterne ist, okay. Ja, sehen tue ich ja auch nichts. Aber wir schauen uns mal noch ein bisschen genauer um. Auf jeden Fall. Oh Mann, ich hasse das so mit den Autodings. Muss man echt lernen, mit dem anderen Dings zu landen. Weil dieses Auto scheiße nicht mehr anmacht. So. Du steigst ja immer auf meiner Seite aus, ist noch voll im Meer. So geht das aber nicht. Vielleicht weil ich rausspringen drücke oder so. Weiß ich nicht. Kann natürlich auch sein. So. Oh, die FPS sind hier auch nicht gerade die besten. Nee, hier ging es ja echt auf 27 bei mir runter. Bei mir auf 16. Ah, jetzt erholen sie sich wieder. 28, okay. War nur ein kurzer Moment. Hier könnte man sich ja so vorstellen, hier bei dem Wahrzeichen, hier so in der Mitte, ne? Aber nein. Oh, leck, 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 leck. Leck, leck, leck. Bist du in dem Eckhaus drin? Ja, wir müssen angucken, ne? Weiß ja nie. Aber ich bezweifle das irgendwo. Also es kann das ja nur in Häusern versteckt sein, ich weiß es nicht. Das hier ist die Kiste, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Wo denn? Da wo ich bin, du müsstest mich doch sehen, wo ich bin. Wie kommst du denn da so schnell hinten hin wieder? Ich bin einfach ums Haus gelaufen, also steht wirklich einfach wehrlos eine Kiste rum. Eine grüne? Hier, eine grüne, guck an, die fette Kiste steht hier. Ach, hier so ein fetter Haufen. Und ja, die kann man natürlich nicht außer Luft erkennen. Bauzeug. Ja, super. Auf Stein oder was Door? Ist das? Ja, hier haben wir Zement. Gut, sind das sind ja bloß zwei, aber hier diese Fertigkisten, die könnten wir alle mitnehmen. Die Ja gut, die Zement und so ein Scheiß legen wir mal zurück. Das brauchen wir nicht. Okay, dann nimm du mal die Uno mit, die Bienen, die ich wieder reingepackt habe. Oben da, das Doorway. Block Doorway oben.
und hier Lamba unten nehme ich mit. Lamba nehme ich auf jeden Fall mit. Dann hier unten Waldorvi auch. Ja, Metallteile auch. Die brauchen wir ja nicht nur zum Bauen, ne? Mit, das mit. Sandsäcke, die 5 kannst du auch mitnehmen. Und den Stacheldraht. Und das Playwood, die 2 kannst du auch mitnehmen. Die Panzersperren. Nehmen wir auch mit. Und die Metallteile, und die 2. Warum kommen die Stein jetzt auch mit? Na gut. Passt alles in deinen Rucksack, ne? Alles rein, Alter. Ja. Okay, dann haben wir aber doch richtig geraten, dass im Berezino das stand. Ja gut, die steht aber irgendwo rum, aber nicht so, wie wir uns das jetzt gedacht haben. Das ist natürlich, das macht die Sache natürlich viel schwerer beim Suchen und so, ne? Weil, ich meine, jetzt war jetzt, weil wir jetzt im Dunkeln natürlich losgegangen sind. Wir hatten jetzt noch ein bisschen Glück, dass du die da jetzt gefunden hast. Also ich wollte schon umdrehen wieder zum Heli, wenn ich jetzt nicht wollte. Ich würde eigentlich gar nicht hin. Ich eigentlich auch, weil ich aus der Luft auch nichts gesehen habe. Na gut, dann wissen wir jetzt aber... Wie hättest du die denn sehen sollen aus der Luft? Wir wissen aber jetzt, dass es nicht diese anderen sind, sondern... dass es eben so eine Kiste ist. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, können wir wieder nach Hause fliegen, wa? Hatte ich vor, ja. Ich such's doch, da ist es. Aufpassen, dass ich beim Airport da nicht rüberkomme. Da ist nämlich eine Mission. Ja, Freunde, da war das ja doch noch eine gelungene Aufnahme eigentlich. Wir haben das gefunden, was wir finden wollen. Genau. Gott sei Dank. War dann, ja, teilweise durch den Heli-Angriff. Auch witzig, ja. Da hatte ich auch ganz schön. Ich dachte, der würde uns jetzt so ab. Ganz schön Muffe. Ich habe mich schon wieder gesehen, wie ich rausspringen muss und Fallschirm und. Ja gut, dann macht es das hier das Fliegen natürlich auch nicht ganz ungefährlich, weil man ja angegriffen werden kann, ne? Naja. Ja, dann sollten wir uns vielleicht dann, wenn wir Hero sind, auch einen bewaffneten Heli holen. Also einen gepanzerten mehr, ne? Das ist ein bisschen was aus. Ja, denselben, ne, eigentlich. Der Vietnam-Heli da ist ja bewaffnet, stimmt. Den nimmt er ja. Ja. Und dann werden wir den hier nur noch nehmen, wenn wir jetzt wirklich irgendwo was finden, was wir lüften müssen. Ja, so gesehen schon, weil... Als Transport. Ich denke mal, dass der, wenn wir den abgeschossen haben, dass immer wieder ein neuer nachkommt. Ja. Denke ich mal auch. Wie sieht der Heli eigentlich von innen aus, wenn es dunkel ist? Oh, schön rot. Oh ja. Anzeigen. Ganz schön rot eigentlich. Geil. Ja, außer oben. Hier in der Mitte, zwischen uns, da leuchtet nichts. Nee, leider. Und oben auch nicht. Da hat der Strom nicht mehr erreicht. Ja, du hast dieselbe Anzeigen wie ich hier. Ja. Ja, ich glaube, man kann... Ich könnte sogar den Heli übernehmen, ne? Mit dem Fliegen. Weiß ich nicht. Guck mal, ich habe ja... Ich habe auch so ein Dings in der... Ne? Ich könnte Licht anmachen, aber lassen wir mal lieber. Ja. Was ich lustig finde, hier die kleinen Ventilatoren hier. Drin. Ja. Und die Außenspiegel da dann. Die ja nichts bringen. Ja, aber so im detailmäßig, ne? Ja, das stimmt. Aber hier bei der Armaturen, da bewegt sich einiges. Ja, doch. Wenn genau hinguckt. Ja, nicht alles hier auf der linken Seite, die kleinen Tachos da. Na doch, der eine. Da sehe ich es nicht richtig. Ich habe bloß den einen gesehen, dass der sich bewegt hat. Aber naja, aber jetzt seht ihr, jetzt wird es langsam richtig düster. Ja, und klarer Sternenhimmel. Dann noch sieht man da drüben, was man nach hinten guckt, da ist ein bisschen dunkler. Ja. Und der Nebel taucht überall auf, ne? Extremmäßig, ganz schön. Aber wir sind ja schon daheben. Kriege ich das jetzt hin, den so zu landen, dass ich denn nicht das Ding brauche? Ja.
genauso langsam, als wenn ich so machen würde. Ach, ist so. Welche, die kommen ja richtig tief angeflogen und sowas. Ja, ja. Ja, das würde ich mir jetzt nicht trauen. Würdest gerne können, ja, aber dann. Aber nicht mit das, was wir jetzt gekauft haben. Das könnte ich mir jetzt nicht antun. Wird's langsam echt scheiße dunkel hier unten. Ah ja. Nicht, dass ich hier jetzt gleich noch was treffe oder so. Ich sehe nämlich das nee, nicht. Ist da irgendwie was? Ich sehe es alles, ja. Kannst ja auch dein Nachtsichtgerät anmachen. Stimmt auch nicht. Jetzt seht ihr alles grün. Ja, ich sehe echt alles grün. Langsamer, oh. Langsamer. Nicht so schnell. Ah, ich hab's ein bisschen lange Y gedrückt. Häkchen vorne. Oh, noch ein Stück. So. Ah, reicht. So, heil angekommen. Alles klar. Mission erfüllt, Kiste gefunden. Ja, von der Sache, wenn es der Heli nicht angegriffen hätte, dann weiß nicht, ob wir dann gleich im Berezino mal gelandet wären. Wäre runtergegangen, ja. Ja, dann hätten wir die vielleicht schon eher gefunden. Dann wären wir die ganzen Dinger. Wie gesagt, wir haben es doch am Anfang gesagt. Wie ja, ja. Sagtest, ne? Also, es wäre wahrscheinlich im Berezino, weil da keiner denkt, dass wir da hinfliegen würden. Und ja, ja. Es war in Berezino. Naja. Na gut, Leute. Zeit ist auch schon wieder um. Eigentlich schon wieder überfällig. Dann sagen wir mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Desi Epoch Generous. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, auf Wiedersehen. Jo, ciao.